eine wunderschöne Tageszeit. Hat lange nichts von ihm gehört. Es tut mir leid, aber es gibt Sachen, die vorgehen, so bundesweite Tagungen und so weiter. Ich hab aber in der Zwischenzeit mal ein bisschen was am Team umgebastelt. Weil, wie... Ja, oder irgendwer hat gemerkt, dass man vielleicht doch nicht unbedingt bis zum Ende aller Tage mit den Lichterfeen rumrennen sollte. Ja, Satori ist wieder drin. Die ist jetzt auch ein bisschen was sinnvoller, weil sie jetzt auch Mirror Shot gelernt hat. Das heißt, sie muss nicht immer eine Runde warten, bis sie irgendwas tun kann. Anselink hat sich nichts geändert. Sie hat jetzt leider keinen Mitnamen mehr, was ich etwas schade finde, aber naja. Wir brauchen die Bären ja eh nicht, haben wir genug. Dann habe ich auch nichts geändert. Spidey ist wieder mit drin, einfach weil Miasma und Boden. Die Meloni ist leider nur Boden. Das ist... Doppeltypen sind, finde ich, immer sehr gut. Und hat halt auch Dark noch dabei. Also Angriff für den Fall der Fälle. Kabuto hat sich leider entwickelt. Tut mir leid. Aber ich meine, es ist ja nicht die erste Entwicklung, die wir gesehen haben. Von daher... Oh. Das ist eigentlich gerne. Und... Momiti ist nach wie vor unser HM-Sklave. Man kann ein paar Sachen mit ihr bekämpfen, das geht, aber es ist wirklich nur für Notfälle. So, also zurück in die Rock Cave. Wir reiten natürlich mit dem Fahrrad rein, wie sich das gehört. Sehr verantwortungsbewusst. Die Treppe runter mit dem Fahrrad, warum nicht? Ist gut. Nein, nicht Bonica. Ich möchte ganz gerne nicht von jeder einzelnen Rumia hier angegriffen werden, wenn es möglich ist. Habe ich gerade... Nein, Repair habe ich hier. Ah. Ja, komm, nehmen wir uns doch das Fahrrad. Geht schneller. Schauen, wie gut erinnere ich mich an den ganzen Kram hier noch. Einfach mal so eine Herausforderung an mich selber, einfach mal versuchen, ohne Fläche durchzukommen. Ging es hier irgendwo wieder hoch, glaube ich, oder? Nein, es ging runter. Oder so. Okay. Ich gebe es auf, das ging schnell. Komm, Sahne, flash mich mal. Ah, genau, hier geht's hoch. Ja. So, ich weiß gerade auch nicht. Ist. Ja, falsche Taste und so weiter. Sorry. Ich weiß gerade auch nicht, wie weit Yaro jetzt schon gespielt hat, so exakt. Lassen wir uns also von den Trainern überraschen. Hatten wir dich schon? Nein, dich hatten wir noch nicht. Okay. Außenseiter wie du müssen wir Respekt zollen. Danke, Lukas. So. Ich habe noch Satori raus. Ne? Ja, okay. Das sollte ich vielleicht ändern, ist aber auch egal. Ich glaube, das dürfte für den Twitkill reichen. Bodenzeugs. Okay. Warum nicht? Und jetzt? Ja, toll, danke. Es ist dann doch ganz praktisch, langsamer zu sein. Ich wechsle ja schon, ist gut. Was ist eine sehr gute Kombination, finde ich. Schön. Schön vielseitig einsetzbar. Nein, du bist nicht vergiftet. Gut. Sehr gut.
mir bleibt die Armee. So, unglaublich kreativ, die Pokémon-Wahl hier auch. Au, ich meine, was sind ansonsten Höhlen, ne? Ich gebe auf, jo, das solltest du besser. Wie ist das mit dem hier unten? War der auch schon? Ja, der war schon. Gut. Hast noch was zu sagen? Du bist talentiert genug zu wandern. Ich meine, bin jetzt kein Profi, aber ich würde mal behaupten, dass Wandern jetzt nicht so viel Talent braucht. Du nimmst einen Fuß und setzt ihn vor den anderen und machst das ganz oft hintereinander. Wenn man keine Füße hat, ist das natürlich doof, das ist wahr. Aber das ist dann kein Talent, würde ich behaupten, Füße zu haben. Weißt du, wie du vermeiden kannst, dich in Bergen zu verlaufen? Du kannst Zweige als Markierung festbinden. Ja, nur haben wir in der Höhle, glaube ich, eher so relativ wenige Zweige. Oh, wisst ihr. Wo ich gerade von Abfestung gesprochen habe. Mittelstadt ist ziemlich gut, wage ich mal zu behaupten. Medicine, Medicine, Medicine. Gift auf Herz war, glaube ich, nicht ganz so toll. Bin da beim Typen mit inzwischen ziemlich raus. Ist immer so unpraktisch. Aber gut, wichtige Themen müssen besprochen werden. Teilweise auch bis 5 Uhr morgens. Hm. 24 Schaden fix. Nö. Okay, vielleicht hätte ich das doch nehmen sollen. Aber wenigstens trifft es nicht. Das war so geplant. War es auch diejenige, die beim Absaugen Schaden. Ach, genau. Spaß. Ich verliere den, du verlierst den. Wir alle verlieren den. Aha. Was schön ist, Ilsam bleibt hier, meine ich jetzt. Bestehen, oder? Aber doch immer so los. Entweder wenn ich wechsle oder wenn der Gegner wechselt. Ja. Das alles schaden sich jetzt dadurch. Ah. Und weg ist er. Tada! Oh, ich habe mein Bestes gegeben. Ich möchte nach Hause. Ich könnte dir ein Seil anbieten. Nicht? Dann nicht. Super tragen. So, das dürfte auch schon reichen. Ich glaube, ich setze sie trotzdem mal nach vorne und nicht mal Satori. Ah, du bist.
willst kämpfen? Natürlich willst du kämpfen. Alle wollen kämpfen. Kannst du meine Macht übertreffen? Nein, ich glaube, ich wechsle. Upala. Nein, nicht das. Ja, das kann ich auch wechseln. Tasten. Aber nehmen besser Kabuto dafür. Weil es praktisch keinen Schaden macht, obwohl es sehr effektiv ist. Ja. Ja, komm, ich riskiere es. Eben, sie grölt ja nur. Das ist nämlich jetzt doof. Das mache ich auch wieder schneller als sie. Ich habe doch Gegengift irgendwo dabei gehabt. Na ja, zwei. Oh nein, der Schaden. Ich muss mir das letzte Mal ansehen. Hat sie wirklich so eine extrem hohe Verteidigung? Moment, mein gut, es ist ein Eimer, also es wäre irgendwie logisch, dass sie einen harten Panzer hat. Das ist halt auch was extrem. Noch mehr, ja, mehr. Nein, ich will nicht tauschen. Aber vielleicht tausche ich jetzt, wenn ich eh in der Runde nichts machen kann. Komm, Sahne. Mach es platt. So überlevelt, wie du bist. Und noch mehr Armee. So viel Abwechslung. Fällt mir auch gerade auf. Ich habe eigentlich fast jeden Subterranean Animism Charakter dabei, den wir momentan haben. Die einzige, die ich nicht habe, ist Parsi. Achso, nebenbei, ja, ich habe mir mal erlaubt, die restlichen. Ups. Outmuscled, ja, toll. Überwältigt. Zeugs. Hab mir mal erlaubt, die restlichen Chroniker, an denen wir bisher vorbeigelaufen sind, mal mit einzusammeln. Unter anderem eben auch Parsi. Weil die Parsi hatten wir schon, oder? Ah, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls Sachen gesammelt. Du hast ein Zeichenbuch. Ich möchte auch eins haben. Hallo, ich. Wie geht es mir denn so? Anvergiften? Klingt gut. Ja, was habe ich denn jetzt? Eine Letty habe ich mir gefangen. Shizua auch. Die hat ja versehentlich platt gemacht. Neue Minoriko eingesammelt. Aber noch eins. Ich guck gleich ein bisschen danach. Noch ein Run. Ja. Wieder Wasser auf die Wand.
knapp. Sehr knapp. Und noch mehr ran. Der mag ran, kann das sein. Fuchsmädels. Na komm, hier dran mit einem anderen bekämpfen, warum nicht? So geht Abwechslung. Nicht dreimal das gleiche. Dreimal das gleiche ist langweilig. Da sieht man, wie der wichtige Step ist. Denn ich glaube, Wasserpuls und Aquaknarre sind von der Stärke her gleich. Sahne ist viel höher, hat aber weniger Schaden gemacht. Weil sie eben kein Typ Wasser ist. Jetzt bin ich aber sowas von neidisch. Willst du meine Pass hier haben? Ihr würdet euch gut ergänzen. Wenn du dein Zeichenbuch fertig hast, darf ich es dann haben? Nein, meins. Mach dir ein eigenes, lern zeichnen. So, was wollte ich jetzt nachgucken? Genau, Kabuto Verteidigung. ...76 ist nicht schlecht, ja, doch. Kann auch so viel, eieiei. Naja. Also, was weiß die Attacken bei euch nachsehen, genau. Das hat Pulsen 60 und... runter geht's. Ja. Aquaknarren auch 60, jo. Tja, tja. Da liegt noch was. Hab ich... Der Reaper muss noch laufen. Aus dem Weg, du Fettsack. Unten war nichts mehr, glaube ich. Sicher, sicher... Wir haben das Geld, ja. Nur Steinchen. Nee. Versuch nichts Seltsames in der Dunkelheit. Ich hab doch einen Armlänge Abstand gehalten. Leer. Mit H. Gut. Und hier die Mörder-Tenshi. Nein, das ist bestimmt nur Pfirsich-Marmelade, was sie da am Stein dran hat. Hat gekleckert. Tenshi dürfte Boden sein. Glaube ich. Und Gestein. Gibt es Gestein überhaupt noch? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls will ich nicht mehr das Bein dabei haben. Komm, nehmen wir mal die Sahne. Flash die Tenshi mal. Und verfehlt natürlich. Wie es sein muss. Nature Power. Water Plus. Nature Power. Eben, das funktioniert nämlich ganz gut. Der IQ. Wahrscheinlich Wind. Was war jetzt gegen Wind nochmal gut? Wir haben zwar Fails versuchen. Das wird zumindest nicht sehr effektiv sein. War ich mal zu behaupten. Das tut's.
leer aus dem Himmel. Es war zu dunkel. Du stehst direkt vor einer hell leuchtenden Sahne und hast mich hier anscheinend auf große Distanz gesehen gehabt. Ich habe eine Xome in diesem Tunnel gesehen. Ja, ich auch, ganz viele. Du hast Bonica, lass uns anfangen. So was mag ich, so schön unkompliziert. Hey, ich bin hier, du bist da. Wollen wir nach Hause? Jo. Lust auf einen Kaffee. Was? Nein. Ah, ich hätte sie vielleicht heilen sollen. Egal. Schon. Ja, Feuertürme, ne? Die ist auch so. Probieren wir es mal, wir sind ja fast am Ende. Effektiv ist es nicht mal. Es ist nicht mal effektiv. Ja. Deutsch, Satzbau, Mischmasch. Aus! Und Level Up. Schön. Das sind tolle Zahlen. Wunderbar, wunderbar. Und Nasrin, die machen mal nass, die Nasrin. Wasser auf dem Geist? Und Tee. Mach mal auch nasse Tee. Wasser ist extrem stark, habe ich einen Eindruck. Also noch stärker als ohnehin schon in den Ursprungsspielen. Das ist natürlich jetzt ungeil. Naja. Dann stirbt sie halt, wir brauchen sie nicht, wenn wir noch genug starke Bonica. Du machst ernst. Ja. Sehr. Will ich sie entgiften? Eigentlich nicht unbedingt. An Seite bin ich jetzt eh schon dabei. Hier mal. So. Du wirst geheilt. Du wirst geheilt. Warum haben wir eigentlich verschiedene Farben? Würde mich auch mal interessieren. Und gegen Gift. Deswegen, weil, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war doch bei Spidey gerade ein grüner Hintergrund. Hier war der jetzt so orange-pink-Zeugs. Hat das vielleicht was mit den Typen zu tun? Perle. Ist das auch was zum Verkaufen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ah. Nicht drunter skalierbar. Schade. Kann billig verkauft werden. Okay, gut, dann. Wir haben genug Geld, ich brauch's gerade nicht. Ich bin so weit gekommen, um nach wilden Bonica zu suchen.
Alles wird vergast, was in der Höhle keine sonderlich gute Idee ist, aber es ist egal. Weil Merian scheinbar nicht atmen muss. Und sonst auch niemand. Und ich verstehe immer nicht, warum Kane ein Blatt hat. Was? Warum? Man. Trägt man das momentan so? Also ich könnte meine Lehre nicht ernst nehmen, wenn sie ein Blatt gehabt hätte. Oh Gott, die ganze Zeit. Ach ja. Und mein Gesprächsthema, weil einem nichts Besseres einfällt. Und noch einmal. Ja, wirklich nur noch einmal. Ah, na, nein. Wage es nicht. Well, that's that. Komm, dich haben wir noch nie gesehen. Alles neu und toll. Und schnell. Ja, gegen Pokémon müsste das eigentlich auch ganz gut gehen. Macht sich gut im Essen, so Pokémon. Tut mir leid, das ist wirklich, ja, nicht gut momentan. Aber was willst du uns erzählen in so einer Höhle? Was nur langweilige Encounter und halt verdammt wütende Trainer gibt. Ich habe keine Bodycam mehr. 420, jawohl. Du sahst süß und harmlos aus. Boah, habe ich falsch gelegen. Ja. Hier noch was? Nein, hier ist nichts. Okay. Na komm, den letzten Kampf machen wir. Warum nicht? So, und damit haben wir jetzt endlich diese verdammte Höhle hinter uns gelassen. So, ihr wollt doch schon auch alle kämpfen und das ignoriere ich mal gekonnt. Ja, sehr gekonnt. Erstmal heilen, ganz wichtig. So, was hat die jetzt alles mir zusammengesammelt? Achso, sortiert habe ich übrigens auch mal so nach denen, mit denen man theoretisch noch arbeiten könnte und denen, die jetzt ziemlich viel Arbeit wären, auf irgendeinen von uns Level hochzubringen. Genau, Octanita habe ich, die Shizua. Der Rest war. Ah, genau, Madison hatte ich noch. Und den Paraplu. Lokale Sprachen. Und ein. Es hat einfach so gut gepasst. Entschuldigung. Habt ihr was zu erzählen, ihr Leute? Team Rocket macht alles, nur um an Geld zu kommen. Es gibt keine Arbeit, die zu dreckig ist. Keine zu heimtückische Tat. Kein zu. Verdammbares Verbrechen. Verdammbar, Wicked. Ja, lass ich mal so stehen. Hi. Ich habe Layla gesehen, wie sie von Team Rocket flüchten wollte. Sie wurde auf der Flucht umgebracht.
Prism River? Wahrscheinlich. Aber waren die nicht schon allesamt sehr alt? Die Prism River Geister? Ja. Meister von Layla Prism River. Ich meine, ja, ich habe von ihr gehört. Ah. Zu dark. Weiterkämpfen. Hey, Kid. Willst du meine Bonnika sehen? Ah. Tigerkatze. Da gibt es die Tigerkatze. Einmal alles durchprobieren, weil ich hab's zu keiner, was schon sein soll. Okay, anscheinend irgendwas, was schwach gegen Boden ist. Gut zu wissen. Cross Poison. Was? Was ist es? Gift. Nee, Gift tiefer Poison Jab schon. Ist da die Frage, Seismic Toss garantiert momentan 26? Das, ja, garantiert auf jeden Fall Schaden. Wenn es trifft. Während dem Schuss. Schwierig, schwierig. Ich meine, Pursuit hat keinen Stab. Die haben sonst dann auch keinen Dart irgendwo da. Du bist 70. Ja gut, okay. Pursuit ist halt auch schwach. Vergleichsweise. Na komm. Und Gift. Kreuz, Kreuz, Gift. Kreuzspinnen? Ach, keine Ahnung. Können wir gleich mal auf der Rand auswählen, wie das dann aussieht. Ja, gut. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Kann man machen. Hätte eigentlich Giftgas rausschmeißen können, aber ach, egal. Passiert ist passiert. Zumal Cross Poison halt ein physischer Angriff ist und Poison Gas meine ich spezial. Ist eigentlich mal gut, zwei zu haben. Oh nein, meine Vanika. Falls dann irgendwas stark getankt wird von irgendwas. Ah, die Bergluft ist so lecker. Gegen den Surya kommst du, glaube ich, nicht so gut an. Das könnte schwierig werden. Nein. Böse. Mehr Susen. Alle Susen.
Und noch einmal, weil es so schön war. Ich sehe da wirklich nicht viel momentan. Aber ich würde ganz gerne die Turnier oben noch besiegt haben, weil wegen Geld, 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 Geld. Und Level natürlich auch. Ah, das hat mir den Kopf geklärt. Jetzt ist er wieder frei. Ich fühle mich geschwollen durch die Bergluft. Klingt ungesund. Sollte man zum Arzt gehen? So. Ah, ich fühle mich etwas schwächlich. Ich habe lang nicht mehr gewandert. Bin lang nicht mehr gewandert. Das wird lustig. Natürlich hatten wir auch noch nie, glaube ich. Zumindest könnte ich mich nicht an sie erinnern. Vergiftet? Nein, immer nicht vergiftet. Okay. Dann halt nicht. Ja, ich meine, wenn man mit solchen Leuten rumhängt, ist es klar, dass man sich etwas schwächlich fühlt, wenn man an der frischen Luft ist. Na, Grapple? Was? 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 Ist mir die wahre Welt gar nicht mehr gewohnt. Ah, mal jetzt noch aus, ne? Ja. Aber das jetzt nicht mehr. Ja, komm. Der Lenko ist momentan so das Schwächste. Ist ja auch nicht schön. Auch wenn der Salat nicht mal ganz so zentral ist, weil so Bären aufsammeln ist schon ziemlich super gewesen damals, als sie noch klein und süß und unbedarft war. Ich bin zu müde, ich kam einfach nicht darauf klar. Ja. Freie Übersetzung ist frei. Hallo? Ha, 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 ha. Warum ich das weiß, weil ich das schon mal gespielt habe. Da, an dem Zimmer immer ich noch, weil es so dämlich war. Und ich hätte wechseln sollen, was jetzt eigentlich auch egal ist. Und noch einmal, weil es so schön war. Aber ja, jetzt merke ich erst, wie langweilig es gewesen sein muss, die erste Sand zu clearen. Das ist... war wohl doch was einseitig. Aber wenn es doch so effizient ist doch immer gut. Für die Zukunft, für alle und für die Umwelt auch. Manchmal zumindest. Ja, jetzt heißt es warten. Man könnte getroffen werden und trotzdem nicht viel Schaden bekommen. Ja, ja. Ha, ha, ich lache nicht. Heuschnupfen. Ha, chi. Ist blöd, wenn man mit Heuschnupfen durch die Gegend läuft. Ha, chi.
Ja, das war schön. So. Gehe ich noch selber in den Pokémon-Turm oder belasse ich das jemand anderem? Schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich tratsch erstmal noch ein bisschen was und dann ist gut. Hi. Geil, sind in einem Bonica-Turm aufgetaucht. Ich glaube, es sind die Seelen von Bonica, die die Team Rocket-Leute gekillt haben. Aha. Freiwilligenhaus. Diese Stadt ist bekannt als der Friedhof der Bonica. Memorial Services, ja. Gottesdienste, so. Wie auch immer, werden da abgehalten. Leichenschmaus ist auch heute was anderes. Worte, Deutsch, Zeugs. Miau! Und du bist Nyoyoko? Nee, nee, Nitori. Okay, was machst du denn hier? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist wirklich nett. Er kümmert sich um zurückgelassene und verwaiste Bonica. Ah, es ist so warm. Bonica sind so schön zum Umarmen. Das ist seltsam. Mr. Fuji ist nicht hier. Wo ist er hin? Okay. Eine Preisverleihung also. Ah, der Namensänderer. Gerade nicht müssen wir sprechen, aber es gibt da doch so ein paar Namen, die man ändern wollen würde. Oder zumindest neue Namen geben. So, hier. Diese Eigennamen sind ja schon streitig, aber gar kein Name ist halt auch doof. Müssen wir mal beraten, wie wir das machen. Diese verdammten Rockets. Die verdienen keine Gnade. Die arme Layla. Wurde umgebracht, als sie von ihr fliehen wollte. Das ist ein komisches Geräusch, das machst du im Kampf aber nicht. Seltsam. Gut, haben wir alles. Nein, dich haben wir noch nicht. Hi. Glaubst du an Geister? Ja. Echt? Also gibt es echt Gläubige? Ja. Und der Markt irgendwas Neues. Außer neuen Leuten. Oh, eine Normal Orb. Das ist doch schön. Übertränke können auch noch mal ein paar gebrauchen, würde ich behaupten. Und den Rest können die anderen sich ansehen. Ich suche nach Items, die die Sets von Bonica erhöhen. Sie sind effektiv über einen einzelnen Kampf. X-Angriff, Verteidigung und so weiter sind das, wonach ich suche. Weißt du, wo ich die kriegen kann? Wenn nicht hier, dann musst du später wiederkommen mit einem Markt, an dem ich noch dabei bin. Hast du ein paar Beleber gekauft? Sie beleben Bonica, die ohnmächtig geworden sind. Habe ich nicht, soll ich vielleicht gleich tun, ja. Manchmal würde ich ein Trainer-Duo mit zwei Bonica gleichzeitig herausfordern. Wenn das passiert, musst du auch zwei Bonica aussenden. Okay. Genau, Beleber wären gut. Drei sollten reichen. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ah, ja, komm. Zwei, drei. Können nicht schaden. So. Und den Rest, ja, das ist. Gift und Zirks sind schon was doof, das ist wahr. Ah, haben wir noch sechs von? Okay, dann nicht. Dann passt das alles.
So, dann setze ich jetzt erstmal den Monika-Turm und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich nicht mehr in allzu ferner Zukunft, wie es das letzte Mal gewesen ist.